Super Mario Odyssey soll die Switch im Weihnachtsgeschäft an die Spitze der Verkaufscharts katapultieren. Könnte klappen, dank unzähliger irrer Ideen, vor denen man einfach nur den Hut ziehen muss. Aber so innovativ Marios erstes echtes Switch-Abenteuer im späteren Verlauf auch sein mag, alles beginnt mit der seit Jahrzehnten gleichen Ausgangssituation. Bösewicht Bowser hat mal wieder Prinzessin Peach entführt, diesmal um sie zu heiraten. Um die Zwangsehe zu vereiteln, verlässt Mario das Pilzkönigreich und reist rund um den Globus. Immer mit dabei eine magische Mütze, die ähnlich gut gelaunt ist wie ihr Träger. Zwei schelmisch dreinblickende Comicaugen geben Cappy Charakter. Der Clou der Kappe? Schleudert Mario sie gegen einen Feind, kann er buchstäblich in dessen Haut fahren, daran zu erkennen, dass die Gekapperten ab sofort Hut und Schnurrbart tragen. Mario übernimmt dabei auch die Fähigkeiten der Widersacher. Als Klempnerfisch kann der Held entspannt die Tiefsee erforschen, als T-Rex Felsen zertrümmern und als Kettenhund auch mal einen der abgefahrenen Bossgegner in den Allerwertesten beißen. Und ist ein Feind nicht capperbar, lässt er sich wenigstens durch gezielten Hutbeschuss ausschalten. Damit haben sich die Besonderheiten des neuen Mario-Abenteuers aber lange nicht erschöpft. Wie Mario 64 und Mario Galaxy setzt auch Super Mario Odyssey weniger auf knifflige Jump-and-Run-Kost als vergleichsweise entspannte Erkundung. Viele verborgene Winkel und Schätze der brillant designten Themenwelten sind allerdings nur zugänglich, wenn er die Fähigkeiten von gekaperten Gegnern richtig einsetzt. Die Verwandlungen sind also mehr als nur ein Gag. Als Belohnung für abgeschlossene Aufgaben winkt fast immer ein magischer Sichelmond, der wandert später ins nächste Upgrade für Marios Luftschiff, die Odyssey. Nur mit genug Monden im Gepäck kann das Hutvehikel die Reise zum nächsten Level antreten, ausgelöst von einer lässigen Schleuderbewegung. Die Joy-Cons sollte man vorher vielleicht von der Switch lösen. Sogar in die glorreiche Vergangenheit darf Mario zuweilen reisen. Per grüner Röhre geht's von der dritten in die zweite Dimension. Anschließend hüpft er als Flachmann über animierte Wand- und Bodenreliefs, die Nintendo den klassischen 8-Bit-Episoden seines Maskottchens nachempfunden hat. In der Leichtigkeit, mit der hier Witz und Herausforderung eine perfekte Symbiose eingehen, liegt die wahre Kunst der Entwickler, die Spiel immerzu mit Spaß gleichsetzen. Gewöhnungsbedürftig ist an Super Mario Odyssey nur der kunterbunte Stilmix. Welten wie Pauline's City-Universum sind zwar interessant, wollen aber nicht so recht ins übliche Cartoon-Bild der Mario-Marke passen, ebenso wie der Ausflug in einen skurrilen Plastikdschungel, bei dem Nintendos Designern endgültig die Gäule durchgegangen sind. Wer sich aber mit dem zunächst gewöhnungsbedürftigen Grafikpotpourri und dem Verzicht auf harte Jump-and-Run-Arbeit zugunsten Adventure-ähnlicher Forschung anfreunden kann, bekommt mit Super Mario Odyssey das beste große Klempnerspiel seit Mario Galaxy 2. Für Switch-Besitzer ist die mit aberwitzigen Einfällen gespickte Odyssey ein klarer Pflichtkauf.